Ja Leute, ganz herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Super Smash Bros. Melee. Die ersten 12 Missionen sind bereits erfüllt und heute folgen natürlich hoffentlich die nächsten 12. Level 13, hüte das letzte Yoshi wie dein Augapfel, zerbricht es, verlierst du. Ah, da muss ich jetzt schon sagen, das könnte glaube ich länger dauern. Wir spielen auf alle Fälle mit Yoshi, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber Mann, wie soll ich das am besten... Ja, das Problem ist halt... Oh fuck. Das sollte ich vielleicht mal nehmen. Nee, gib das Yoshi-Ei her. Die schmeißen das rund und ich habe jetzt schon... Ich habe jetzt schon 64% Schaden. Alter, nee, bei solchen Defense-Missionen bin ich halt mega schlecht. Die haben das, glaube ich, jetzt schon ordentlich beschädigt. Vor allem, dass die auch immer auf das Ei hinsteuern, ist natürlich auch wieder gut. Aber warum ist es ein 1 versus 3? Ja gut, gerade schaffe ich's. Ganz gut. Ich nehme mal an, die werden höchstwahrscheinlich auch wieder respawnen, wenn ich die einfach kille. Also ist zumindest plausibel, 113 kommen. Erst biegt der Pikachu. Ah, nee, der spawnt wirklich. Oh. Warum? Warum? Ja, und ich habe natürlich nur einen Life, hundertprozentig. Aber das kann mir geil sein. Alter, wir haben es gefirst right. Ich glaub's nicht. Wir haben es gefirst right. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Vor allem eine Minute oder so war das. Und es gibt sogar einen Highscore mit K.O.s. Ja, wahrscheinlich auch noch. Ich werde die ganze Zeit vermöbeln, wenn die mein Ei nach mir werfen. Hundertprozentig auch noch. Gut, kann uns egal sein. Trophäenjagd die erste. Erringe den Sieg und erhalte die Belohnung. Goomba. Stimmt, das ist auch so eine geile Geschichte. Es gibt so Trophäenkämpfe, wo wir Trophäen bekommen können. Mit wem kämpfe ich denn überhaupt jetzt? Kommt Dr. Mario. Mit dem habe ich noch gar kein einziges Mal gekämpft. Wir haben schon ein bisschen Abwechslung gemacht, aber... Dr. Mario bis jetzt noch gar nicht. Mal schauen, ob ich mit ihm genauso gut kann wie mit Mario. Ja, das ist einfach ein ganz normaler Smash-Kampf, eben auf der Trophäe, die wir dann bekommen. Und davon gibt es, glaube ich, auch 3 oder 4. Die werden aber auch immer härter. Und da hat jeder, sehe ich gerade, 2 Leben. Erst ist aber schon down. Oder hat schon sein erstes verloren, besser gesagt. Down ist er noch nicht ganz. Hä, gehen die alle... Okay, die gehen aber auch gezielt auf mich. Ich dachte, das wäre ein normaler Smash. Ja gut, wenn es auch wieder ein 3 vs 1 ist, dann ist es aber auch schon wieder ein bisschen unfair. Da ist ein Wabster. Gut, die Peach ist raus. Eine weniger. Die Eisclimbers halten sich gerade ganz gut. Aber jetzt nicht mehr. Und die Schieke... Okay, die fliegen aber ein bisschen leichter weg von der Map, habe ich das Gefühl. Ja, bei 63 so weit, das ist krass. Nee, wird so sein. Also die werden wahrscheinlich weiter wegfliegen. Wer von denen... Alter, wer von denen ist denn... Okay, der Orangene, glaube ich. Ja, da wird auch das CP angezeigt. Den müssen wir wegbekommen. Für Items ist die ganze Geschichte natürlich ein bisschen blöd. Weil die meisten Sachen einfach runterfallen. Alter, da hab ich einfach die Schwester eine geknallt. Ich glaub's auch. Nee, so nicht. Adios. Du hast die Goomba-Trophäe erhalten. Na gut, ich glaube, die ist jetzt nicht so wertvoll, weil die kriegt man auch in ganz normalen Smashes. Also im Story-Mode oder so, ich glaube, die hatten wir sogar schon irgendwo. Mächtige Mädels, spiele den immensen Schreck und haue die Damen weg. Auch wieder mit einem Select-Character. Ja gut, weil es mit Dr. Mario schon so gut funktioniert hat. Lassen wir das ihn machen, die Mädels. Das kann eigentlich nur Peach und Zelda sein. Nehme ich an, oder? Ja, so ist es. Oh nee, nicht die! Okay, ich weiß schon, was hier kommt. Da ist der Samus, der Beschützer. Ich weiß schon. Also die gehen auf Defense. Also da macht es mehr Sinn, zuerst den Samus zu besiegen, weil die anderen beiden ja weglaufen. Und ich bin klein, sehe ich gerade. Ich höre es an der Stimme auch. Gut, das ist, glaube ich, die erste wirklich schwierigere Mission. Aber die fliegen wieder leichter weg, habe ich das Gefühl. Aber warum muss es Samus ausgerechnet sein? Den Kerl mag ich sowieso schon nicht. Okay, jetzt hat er gerade... Ja, passt, der Samus ist weg. Ja, auch weg. Wobei, ist das eine Niederlage, wenn ich Samus klatsche? Weil es heißt, ich besiege die Mädels. Das ist ja meistens auch immer inkludiert, dass man irgendwie das eine oder andere nicht besiegen darf. Stand jetzt aber nichts, glaube ich. Mann, das kleine... Da wäre es fast klüger gewesen, hätte ich einen Bowser oder so genommen oder einen Decay. Samus, kannst du bitte verrecken? Und? Das gibt's doch nicht, der hält sich noch immer. Geh jetzt drauf!
Nee, jetzt kriegt er. Ja, okay, da kann ich aber auch nichts machen. Wobei, das ist gerade geil. Nein, ist nicht geil. Ich bin down. Warum macht er... Okay, der Samus kann aber die Prinzessin selbst auch klatschen. Wobei, vielleicht ist das die Niederlage. Dass auf einmal der Samus die klatscht. Nicht schon wieder. Nee, 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 weg von dir. Weg von da, weg von da. Gut, also die Prinzessin Peach lebt nicht mehr lange. Ein Hit und die ist weg. Ja. So, Zelda. Nur noch du und ich. Marill, ist unnötig. Arctus wäre besser gewesen oder sowas. So ein Legi hätte jetzt ordentlich gehauen. Mann, lauf doch nicht davon, du gehst mir am Sack. Oh mein Gott! Oh! Alter, ich hatte gerade Angst. Ey, wäre ich jetzt zuerst gestorben, ich hätte mich mega geärgert, aber zum Glück nicht. Boah, also da, ich glaube, ne, wenn die ein bisschen weniger schnell geflogen wäre, ich jetzt verkackt. Gut, bis jetzt sind wir noch überall First Try, das ist krass. Kürbis himmelreich. Warpsterne säumen deinen Weg. Greif zu und warte ab. Warpsterne. Also das einzige Item werden wahrscheinlich genau die sein. Ah, okay. Ich glaube, ich bin schon im Bilde. Genau, ich darf die, glaube ich, nur mit Warpsternen oder so besiegen. Ja, super. Das ist ein Mega-Leg. Alter, die Mission ist... Ich wette, das Spiel schmiert gleich ab. Aber ist auch eine geile Mission eigentlich. So, nimm mal die zwei. Und die Hammer! Wobei, ist... Würden die wieder spawnen, wenn ich die... Okay, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber vielleicht spawnen die wieder, wenn man sie nicht mit dem Warpstern besiegt. Warpstern. Warpstern. Duell der Kopfgeldjäger um Bowsers Kopf. Hm. Stehen das auch wieder so eine Geschichte. Wer zuerst Bowser besiegt hat, wer ist denn mein Gegner? Der Captain Falcon. Ach, und der ist mein Verbündeter, dass ich ihn ja nicht angreifen kann. Vergiss es. Nein! Ich dachte, ich hätte den letzten Hit gegeben. Oh Gott. Warum ausgerechnet Captain Falcon, Alter? Der ist ja auch wieder so krass. Also von der Stärke her. Am besten wäre es, wenn er einfach darunter fällt. Stimmt, was ist, wenn er stirbt eigentlich? Ach, da ist er raus! Okay, das ist geil. Das heißt, ich kann eigentlich fast gar nicht mehr verlieren. Ich muss den Kerl jetzt nur mal rausboxieren. Ciao, Bowser. Okay, also wenn er stirbt, dann habe ich eigentlich Free Win. Vorausgesetzt, ich verkacke jetzt sich selbst. Nee, nee. So nicht. Digga, du hast schon 130%. Komm, geh jetzt einfach drauf. Nein, 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 nein. Ja, von der Stampfattacke habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst bei Bowser und... Ich halte mich raus. Ich war das jetzt nicht. Ich glaube, das war der Piranha da unten im Wasser, der ihn gerade jetzt weggehauen hat. Also eigentlich habe ich ja verkackt, weil der Kill geht an den Piranha, nicht an mich. Captain Falcon und ich haben beide verkackt, Alter. Die Abenteuer des Link. Jeder hat eine dunkle Seite, Link sogar zwei. Ah ja, das ist der Schattenkampf, oder? Also mit Link. Ja, aber der ist relativ krass sogar. Der ist, glaube ich, auf hart oder so eingestellt. Und nee, Blödsinn, das war ein Brawl. Also im Brawl war er wirklich hart. Da war es ein KP-Kampf. Er holt sich natürlich Unterstützung. Gegen... Ah, oh, Sherox ist nicht gut. Sherox ist nicht gut. Aber gerade ist er scheiße. Ja, passt. Ja, so blöd ist, kann ich ihm auch nicht helfen. Nein, nicht Janera. Okay, ist gut, dass ich den Pokéball weggeworfen habe. Hat keinen Mehrwert. Aber der trifft gerade mega schlecht. Ah, der hat zwei Leben. Oh Gott. Aber trotzdem im Vorteil. Weil ich habe noch kaum Schaden. Nein, der geht auf mich! Wir müssen uns ein bisschen die Kräfte von Link zunutze machen, aber der Kampf ist gerade von mir sehr gut. Ach, deswegen geht er da hoch. Nein, nicht Inkognito. Ja, das wird jetzt ein bisschen Damage werden.
Ja, mit der Endscope muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt haut er mir gerade richtig aufs Maul. Ich bleib jetzt konzentriert. Ja, und nein, er hat's geblockt. Ah, der ist aber auch so klug jedes Mal. Also der nutzt ja die Fähigkeiten von Link, glaube ich, mehr als jeder andere. Deswegen ist der Ersttreffer hier auch so wichtig. Der geht mir echt am Sack mit seinen scheiß Pokébällen da unten. Was macht der? Ah, wieder ein Pokéball, oder? Die spawnen aber auch immer an der gleichen Stelle. Warum kommen jetzt gerade so viele Pokébälle? Das verstehe ich auch nicht. Ja, die scheiß Fernkampfattacken. Ja, aber klar, dass ich verkacke. Gut, ein bisschen Damage war's. Nein, er haut mir schon wieder aufs Maul. Ja, jetzt ist er down, okay. Der Stern, der wäre jetzt verheerend gewesen, hätte einen bekommen. Da waren sogar zwei drin, habe ich gerade gesehen. Oh, es war nicht ohne. Bowser stellt Peach nach, beschütze sie bis zum Schluss. Schon wieder eine Beschützermission. Erspart mir bitte diese scheiß Beschützergeschichten. Ja, ich sehe schon. Wart, macht Peach auf dumm? Ja, macht sie. Das ist wie eine Minute halt. Ja, da gut, da kannst du aber auch nichts tun. Ich bin down, glaube ich. Ja, ich bin down. Digga, warum müssen da zwei Warpstars kommen aber auch? Die kannst du nicht abwehren. Also zumindest nicht vernünftig. Wie kann ich den am besten beschäftigen? Ich glaube, am einfachsten wäre entweder in der Lo... So geht's auch. Genau, wenn Pokémon mir hilft, passt das auch. Das war jetzt absolut dämlich. Alter, nein. Warum müssen da Bomben rauskommen? Ja, es ist halt logisch. Wenn Peach und ich da sind, ist es vorbei. Also ich habe die Hoffnung, dass er jetzt gerade nur einfache Angriffe macht, weil dann habe ich eh kein Problem. Oh, und jetzt hat er wieder einen Vorteil mit seinem scheiß Glurak. Ja, und das wird jetzt Peach ordentlich einheizen. Warum kann sich die Alte aber auch nicht selbst verteidigen? Jetzt ohne Witz, sie hat jetzt schon 164%. Anstatt, dass sie mir aber auch hilft, ne? Die macht wirklich dumm. Ich habe schon gesehen, dass du kämpfen kannst. Ah, ich bin wieder down. Okay, das ist, glaube ich, die erste Mission, die mich ein bisschen länger aufregen wird. Aber Leute, wir haben noch genug Zeit. Er ist down, okay. Aber er kommt natürlich wieder. Ja, Damage bekommen. Okay, jetzt ist gerade ein nicer Try. Wobei, scheiße, wir müssen doch immer... wir müssen doch immer 35 Sekunden überleben. Aber so funktioniert es gerade. Ja, das passt. Genauso weiter. Und jetzt aber bitte... Nein, jetzt hat mich Peach fast runtergeschlagen. Genau, konzentrier dich auf mich. Ich glaube, der Try ist... Und... Nein! Danke, Peach. Oh. Gut, dass wir ihn so geil beschäftigt haben. Warum K.O.'s 0? Der ist einmal verreckt doch. Achso, da zählt das... Ja gut, ist mir auch egal. Ist mir eigentlich auch egal. Osterkampf Number 2. Die Stars von Nintendo suchen Ärger. Stimmt, den ersten hatten wir ja schon. Ich würde sagen, er kämpft wieder mit Yoshi. Ja, Osterkampf ist das für Yoshi. Let's go. So, ich schau mal kurz auf die Aufnahmezeit. Ja gut, den Kampf kriegen wir auf alle Fälle unter und ich glaube, dann müssen wir eh schon den Part fast beenden. Wobei, nee, ein bisschen länger machen wir.
Das passt schon. Ich meine, dass der Anfang jetzt ganz easy war, die erste Mission ist okay, aber jetzt wird es sowieso nochmal schwieriger. Bevor wir nochmal 3-4 Missionen pro Part schaffen, weil wir nur 15 Minuten Folgen bringen, ne. Dann machen wir ein bisschen länger. Bees are floor. Ja, der Samus ist mal wieder wie immer C. Ich sehe auch gerade, das sind nicht wirklich einfache Gegner. Und der Samus macht Samus-Dinge. Und zwar, er steht mal wieder da oben. Immer wenn du unten stehst, bleibt er da oben hängen. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, vielleicht wieder so ein Bug der Com-Gegner. Wir kennen den ja mittlerweile schon von Ness auch. Wenn der auf Level 9 ist, auf der einen Decay-Map, dann bringt sich der, wenn du stehen bleibst, einfach immer um. Und da stehen auch immer Props an den, der das rausgefunden hat. So, der Link war kein Problem. Fox, nee, Zelda, Blödsinn. An der Stelle, dafür habe ich auch die Charaktere freigeschaltet, weil das ist ja das Problem. Die All-Star-Kämpfe werden natürlich auch mit den Freigeschalten dann fortgesetzt. Und da musst du sie erstmal freischalten. Und Stand jetzt haben wir, glaube ich, alles freigeschaltet, was möglich ist. Okay, nicht ganz. Einer wird noch gehen, aber das ist der, wo ich dann später leider cheaten muss, weil es einfach den Aufwand nicht wert ist. An der Stelle werdet ihr das noch sehen, warum. Aber sagen wir es mal so, ich habe Besseres zu tun, als 20 Stunden das Spiel einfach laufen zu lassen. das ist so ein kleiner Hinweis, auf wen ich mich beziehe. Wenn ihr wisst, wie ihr ihn freischaltet, dann wisst ihr ganz genau, welchen ich meine. Kommt aber alles noch. Das Problem an der Sache ist halt logischerweise, ich habe das auch schon erwähnt, ich tue halt dem anderen Charakter Unrecht. Ich dachte, wir wären Hammer gerade. Hammer ist natürlich auch noch immer OP. Ja, Metal Mode. Mach mal. Ja, er lebt noch immer. Jetzt ist er down. 102%, okay, ich werde vielleicht einmal noch drauf gehen, aber gegen Fox sollte das möglich sein. Natürlich auf seinem Schiff. Er muss das logischerweise sein, das ist die einzige Map, die er hat. Also die eine Schiffsmap oder die andere. An der Stelle, ich finde die eh besser als die andere, deswegen kam auch die immer wieder vor. Die andere, glaube ich, nie wieder in den Smash. Außer in Ultimate, da war ich dabei gefühlt. Sackgesicht. Ja, come on, ich komme eh schon. Hier, let's go. Das ist aber nicht dein Vorteil. Ja, jetzt kann ich ein bisschen Damage machen. Ich hab die jetzt weggeworfen, weil er hat das irgendwie alles reflektiert gerade. Gehst du mir jetzt nicht mehr am Sack, bitte? Danke. Jetzt kommt die... Oh nee, die auch noch. Ich scheitere jetzt sicher nicht am Fox. Aber hundertprozentig nicht. Jetzt ist er down, Gott sei Dank. Alter, war das jetzt eine knappe Geschichte. Vor allem, ich hatte nur noch 50 Sekunden. Eisbrecher. Sei eiskalt und schalte beide Nanas aus. Oh no. Oh no. Die Nanas sind die Schwestern, oder? Das heißt, ich darf den Großen nicht besiegen, ich darf nur die Kleinen. Da ist jetzt echte Präzision gefragt und ich glaube, das gehe ich mit Fox an. Weil der ist schnell genug, dass ich mir die eine hole und... Ah, okay, gut. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Das heißt, ich muss nur die Schwester vom Bruder trennen und zur richtigen Zeit wegschlagen. Gibt aber dankbare Aufgaben. Die ist weg, ja? Ach, und wenn der stirbt, ist ein Fail. Oh mein Gott. Ja, das macht's echt noch bitterer. Ich dachte, dann würden die einfach respawnen. Fox, du hast eine ordentliche Mammutaufgabe gerade vor dir. Vor allem stimmt die Schwester, da gibt's ja gar keinen Schaden dann. Okay, die Schwester ist RIP, oder? Ja, passt. Gut, bei dem ist es jetzt eigentlich egal, da muss nur die Schwester als erstes sterben.
Und das ist sie. Geil. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade kurz geladen hat. Wenn das in Last Second ist, dann wäre das ein Mega-Fail. So, ein Kampf gegen 128 winzige Marios, bei dem Ausdauer gefragt ist. Oh ja, der ist richtig geil, aber den hebe ich mir, glaube ich, für den nächsten Part auf. Vor allem, weil wir jetzt eh neue Missionen geschafft haben. Ja, Leute, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao.